Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. Wir wollen uns in diesem Video die Grundlagen von HTML anschauen. Dabei soll es ganz praktisch werden, aber zunächst einmal möchte ich einen kleinen Ausblick auf das geben, wo wir am Ende dieses Tages hinwollen. Naja, nicht ganz, denn ein bisschen was kommt auch in der nächsten Woche noch. Hier haben wir nämlich ein HTML-Dokument vor uns, das auch ein gewisses Aussehen hat. Es ist schon mit einem Layout versehen worden. Ausrichtungen einzelner Elemente, Hintergrundfarben und so weiter. Um das Layout werden wir uns aber erst später kümmern, weil wir eben die Trennung von Form und Inhalt vornehmen wollen. In dieser Vorlesung schauen wir uns nur HTML in seiner puren Form an. Wir werden uns also nur um die Struktur der Dokumente kümmern und das Ganze noch nicht hübsch machen, also der Seite auch ein einigermaßen schönes Aussehen verpassen. Wir wollen erst einmal nur die Struktur dieses Dokuments abbilden. Das Ergebnis wird ganz schön hässlich aussehen, aber das ist der erste Schritt auf dem Weg, den ich uns vorgenommen habe. Wir hatten uns schon angesehen, dass wenn wir zu einem solchen HTML-Dokument die Kehrseite der Medaille betrachten, also wenn wir einmal hineingucken in dieses Dokument, um herauszufinden, wie das in seinem Innersten aussieht, dann finden wir dort eine solche Struktur. Diese Struktur zu verstehen und selber in ähnlicher Form für unsere eigenen Dokumente erzeugen zu können, ist das Ziel dieses und der folgenden Videos. Wir wollen diese Strukturen in ihren Grundzügen verstehen. Wir werden nicht alle Details von HTML hier behandeln können, sondern im Gegenteil nur einen winzigen Bruchteil kennenlernen. Aber alles Wichtige werden wir betrachten und vor allem wird das die Grundlage dafür legen, dass man sich den Rest, wenn man ihn dann später irgendwann einmal braucht, selber aneignen kann. Wir machen hier keinen HTML-Kurs, dafür gibt es gute Bücher und andere Quellen. Vorab einige Dinge, die ich in Panda für die Studierenden, die in unserer Lehrveranstaltung an der Universität Paderborn sitzen, auch schon angekündigt habe. Hier möchte ich dies für die Leute erwähnen, die vielleicht zufällig auf diese Videos gestoßen sind und keinen Zugriff auf das Panda-System unserer Universität und insbesondere die Materialien zu dieser Veranstaltung haben, aber vielleicht trotzdem etwas von diesen Videos haben wollen. Diese Vorbereitungen sind sinnvoll, wenn man das Folgende selber nachvollziehen und nicht nur konsumieren will, wozu ich dringend raten würde. Dementsprechend würde ich empfehlen, das Video an dieser Stelle einmal zu pausieren, in Ruhe zu lesen und nachdem die entsprechenden Installationen und Voreinstellungen vorgenommen wurden, hierhin zurückzukehren und es dann weiterzumachen. Hier sehen wir jetzt das, was ich als unsere Entwicklungsumgebung bezeichnen möchte. Links sehen wir den Visual Studio Code Editor. Das ist ein Tool, mit dem wir unsere HTML-Dokumente erstellen wollen. Oben rechts sehen wir den Webbrowser, in dem können wir unsere HTML-Dokumente betrachten. Das könnte ein beliebiger sein, wir verwenden hier den Chrome-Browser in dieser Lehrveranstaltung. Und unten rechts sehen wir einen Ordner, in dem wir unsere Dateien speichern werden. Das ist auch etwas, was ihr auch machen solltet, einen solchen Ordner anlegen, jeweils für jeden einzelnen Teil dieser Lehrveranstaltung eigene Ordner, damit ihr eine vernünftige Struktur habt und eure Dokumente später wiederfindet. Wir wollen jetzt hier einmal Schritt für Schritt recht langsam vorgehen und einmal ein erstes HTML-Dokument erstellen. Später werden wir das dann immer ein bisschen zügiger machen. Was wir zunächst einmal machen müssen, ist, dass wir im Visual Studio Code Editor hergehen und über Datei, neue Datei, eine neue Datei erstellen. Und der geben wir gleich mal einen vernünftigen Namen. Ich nenne die Vorlage. Wir werden später sehen, warum ich die so benannt habe hier. .html. Das soll der Name unserer Datei sein. Und dann werde ich gleich gefragt, wo ich denn die bitteschön erstellen möchte. Und weil ich das hier vorher schon mal ausprobiert habe, liegt das bei mir schon an der richtigen Stelle. Das heißt, ich kann die jetzt in meinem Ordner erstellen und hier unten rechts sehen wir sie dann auch schon. Da steht aber jetzt natürlich noch nichts drin. Jetzt müssen wir also ein erstes HTML-Dokument erstellen. Wir hatten ja schon ein paar Hinweise gesehen, wie so etwas aussieht. Das allererste, was wir in einem HTML-Dokument immer machen müssen, ist, dass wir den Doctype festlegen, also den angeben, von welchem Typ, welche Art von Dokument wir hier eigentlich haben. Wir hatten schon ein XML-Dokument gesehen und wir hatten auch schon ein HTML-Dokument gesehen. Und ein HTML-Dokument beginnt immer damit, dass wir zunächst das Wort Doctype hinter eine öffnende spitze Klammer und ein Ausrufezeichen schreiben. Und freundlicherweise macht der Editor das schon für uns, nimmt uns einiges an Tipparbeit ab, sodass wir da gar keine Tippfehler machen können. Und dass wir auch gewisse Dinge nicht vergessen können, wie wir sie gleich sehen werden. Also Doctype HTML legt fest, dass es sich um ein HTML-Dokument handelt, was wir hier jetzt schreiben wollen. Wir sehen das, aber unsere Werkzeuge, unsere Tools, die wir später verwenden werden, zum Beispiel der Webbrowser, müssen das automatisiert ermitteln können. Und dafür müssen wir ihnen diesen Hinweis geben, dass es sich nicht um ein normales Textdokument handelt, sondern um ein HTML-Dokument. Anschließend müssen wir ein HTML-Element hier einfügen. Solche Dinge nennt man immer ein Element, die wir in diese spitze Klammern schreiben. Und da gehört immer das öffnende und das schließende Tag dazu. Wir haben also immer diese zwei Teile, ein öffnendes Tag. Ein Tag ist immer das, was in spitzen Klammern steht. Und das schließende dazu mit dem Schrägstrich davor. Auch das hatten wir schon in einem vorhergehenden Video gesehen. Freundlicherweise wieder hat der Editor dafür gesorgt, dass das automatisch hier ergänzt wird. Das nächste, was wir nun machen müssen, ist, dass wir dieses HTML-Tag mit einem Attribut versehen, in dem wir mitteilen, in welcher Sprache unser Dokument geschrieben ist. Dafür gibt man das
Attribut Lang an für Sprache und gibt diesem einen Wert, zum Beispiel eben Deutsch, weil ich hier jetzt als nächstes ein deutschsprachiges Dokument erstellen möchte. Jetzt fehlen noch zwei wichtige Dinge, die jedes HTML-Dokument braucht. Das erste ist, und das sind zwei Blöcke, das erste ist ein sogenannter Kopf, den wir hier brauchen. Auch da sehen wir schon wieder die Ergänzung, die wir hier bekommen. Ein Head und mit dem schließenden Head-Tag dazu wiederum. Und im Anschluss daran brauchen wir noch einen Body, das ist der Rumpf des Dokuments. In diese beiden Elemente werden wir jetzt noch etwas einfügen. Und zwar kommen in den Kopf sogenannte Metadaten. Das sind Daten, die nicht im Browserfenster später angezeigt werden, sondern Zusatzinformationen sind. Wir werden gleich sehen, was das alles sein kann. Und in den Body kommt der eigentliche Inhalt der HTML-Seite hinein. Also, wir haben jetzt schon gesehen, das ist jetzt die Grundstruktur eines jeden HTML-Dokuments und die werden wir uns nachher in einer Vorlage speichern, beziehungsweise ich speichere die jetzt schon mal. Das kann ich machen, indem ich hier auf Datei speichern klicke oder wie wir hier sehen, mit Steuerung S oder Command S, wie das bei Mac heißt, können wir diese Datei speichern. Tastaturkürzel sind sehr hilfreich, solltet ihr euch angewöhnen. Ihr seht die immer in diesen Menüs, welche Tastaturkürzel ihr verwenden könnt. Das spart später eine Menge Zeit, wenn man nicht immer mit der Maus auf dem Bildschirm rumrühren muss, sondern schnell mal eben Steuerung S oder Command S drücken kann, um ein Dokument zu speichern. Wir sehen hier also jetzt diese Grundstruktur, Doctype HTML. Wir sehen die außen die HTML-Klammer, wie ich sie in einem vorhergehenden Video schon angesprochen habe. Wir sehen dann hier diese Head-Klammer und hier diese Body-Klammer oder Elemente nennt man das offiziell. Ich bezeichne das jetzt mal als Klammern, weil die eben immer so Dinge ineinander klammern gewissermaßen. Wir sehen hier außerdem ein sogenanntes Syntax-Highlighting, das heißt, hier werden bestimmte Dinge farbig markiert. Das kann einem auch hinterher helfen, Fehler zu finden. Wenn man irgendwo mal etwas komisch gemacht hat, dann sehen die Farben manchmal sehr anders aus. Die HTML-Tags sollten immer in blauer Farbe erscheinen, Attribute sollten immer in roter Farbe erscheinen, manche andere Dinge erscheinen in weiß. Das müsst ihr dann einfach mal gucken. Ich sehe gerade, dass die Schrift ein bisschen klein ist. Ich mache das alles mal ein bisschen größer, damit man das etwas besser lesen kann. Jetzt möchte ich als nächstes mal etwas Inhalt in unser Dokument einfügen und dazu muss ich eben in den Rumpf hineingehen und füge hier ein Absatz-Tag. Ein Absatz ist ein P, ein Paragraph und da hinein kann ich jetzt irgendwelchen beliebigen Text schreiben. Ich habe mir den mal hier abkopiert, damit wir den hier besser sehen können. Und dann sehe ich gerade, dass das mit der Anzeige hier hässlich ist und dann schalte ich hier einmal den Zeilenumbruch um. Dann sehen wir das irgendwie vernünftiger. Hier sehen wir also jetzt einen Absatz, der hier beginnt und hier unten endet. Und dieser Absatz wird später auf unserer Webseite erscheinen. Wir sehen hier außerdem noch so eine Einrückung, die wird automatisch auch vom Editor vorgenommen. Manchmal ist die nicht schön, manchmal, wenn man nachträglich Sachen ändert, sieht das komisch aus. Da muss man dann immer sehen, dass man das vielleicht selber nochmal begradigt, damit man hier immer den Überblick behält und noch sieht, was man eigentlich getan hat. Das wird bei so einem einfachen Dokument noch nicht schwierig sein. Wenn wir größere HTML-Dokumente schreiben, dann wird das einigermaßen unübersichtlich mitunter. Dieses Dokument können wir uns jetzt einmal angucken. Ich speichere das wieder mit Steuerung S bzw. Command S und dann haben wir das Dokument ja hier unten schon liegen. Und das kann ich jetzt einfach in unseren Browser hineinziehen und dann sehen wir, ich mache auch das ein bisschen größer hier, dann sehen wir, dass hier jetzt tatsächlich unser Text erscheint, genau der Text, den wir hier gerade geschrieben haben. Das ist also genau das, was passiert. Der Body wird innerhalb unseres HTML-Browsers angezeigt. Aber zu korrektem HTML fehlt hier noch einiges. Das ist so noch kein korrektes HTML-Dokument. Dafür müssen wir noch zwei Dinge hier im Head einfügen. Das erste, was wir brauchen, ist ein Titel, den jedes Dokument tragen muss. Da können wir jetzt etwas Beliebiges hineinschreiben. Ich nenne dieses einfach mal Beispieldokument. Ich speichere das wieder. Und kann jetzt wieder das Dokument hier drüben erneut hineinziehen oder ich kann hier oben auch einfach Steuerung R bzw. Command R machen, um die Seite neu zu laden. Jetzt hat sich scheinbar gar nichts geändert, aber wer genau hingesehen hat, hat gemerkt, dass sich hier oben tatsächlich was geändert hat. Einfach im Video nochmal zurückscrollen, dann seht ihr das. Hier steht nämlich jetzt ein Beispieldokument oben drin. Das heißt, das ist genau diese Zusatzinformation, die eben diese Meta-Information, diese Metadatum, was wir hier oben jetzt eben im Kopf angegeben haben, was nicht auf der Seite selber erscheint. Das erscheint nicht als Überschrift hier drin, sondern es erscheint nur hier oben auf diesem Tab-Titel. Das ist also das Besondere, was wir hier im Head machen. Das sind Angaben, die nicht auf der HTML-Seite selber erscheinen. Wir sehen jetzt hier schon so eine gewisse Grundstruktur, die nämlich immer darin besteht, dass wir ein öffnendes Tag haben, ein schließendes dazu haben und dass wir dazwischen den Inhalt haben, den eigentlichen Inhalt, also das, was irgendwo erscheint. Zum Beispiel eben im Falle des Kopfdokuments der Titel hier oben, im Falle eines Absatzes im Rumpf
hier unten im Dokument selber. Jetzt fehlt noch eine einzige wichtige Angabe, um hieraus wirklich ein gültiges Dokument zu machen, und das ist das sogenannte Meta-Tag, das wir jetzt hier als nächstes angeben. Ich sollte das auch richtig schreiben, die Korrektur war sogar schon da. Und dem müssen wir jetzt nämlich mitteilen, in welche Zeichenkodierung wir verwenden. Wir haben das schon kennengelernt, dass es ASCII gibt beispielsweise. Wir wollen aber UTF-8 verwenden und genau das geben wir hier jetzt an. Guckt nochmal zurück in die Vorlesung zum Thema Textkodierung. Da hatten wir gesagt, dass wir immer in UTF-8 arbeiten wollen und genau das tun wir hier jetzt. Meta Charset gleich UTF-8 sagen wir also. Und das muss mit dem übereinstimmen, was hier unten steht. Das ist ganz wichtig. Hier unten solltet ihr also auswählen. Hier kann man die auswählen, wie ihr seht. Ihr solltet hier auf jeden Fall UTF-8 auswählen. Wenn ihr das nicht tut, dann gibt es mitunter komische Effekte. Nicht bei den Standardzeichen, die im 7-Bit-ASCII sind, aber bei anderen Zeichen, wie zum Beispiel bei Umlauten, kann das dann komisch aussehen. Wir speichern das wieder, wir laden das hier drüben wieder neu mit Steuerung R bzw. Command R und wir sehen, es hat sich überhaupt nichts geändert. Trotzdem ist das auch jetzt erst ein gültiges HTML-Dokument, was wir hier haben. Warum habe ich diese Datei Vorlage.html genannt? Nun, die können wir jetzt immer griffbereit haben. Wann immer wir jetzt ein neues HTML-Dokument erstellen wollen, können wir uns sparen, diesen ganzen Kladderadatsch jeweils von Null auf zu schreiben, indem wir hier nämlich jetzt einfach nochmal hineinschreiben. Vorlage, wir löschen hier einfach mal diesen Absatz heraus, ganz einfach, und speichern das nochmal. Jetzt haben wir wieder eine sehr langweilige Vorlage hier. Wenn ich das Dokument hier drüben neu lade, steht hier da oben Vorlage und da ist nichts mehr auf der Seite zu sehen. Aber dieses Dokument können wir gleich verwenden, um damit immer wieder neue Sachen zu machen und neue Dokumente zu erstellen. Wie können wir das am einfachsten machen? Indem wir diese Datei kopieren. Das können wir wieder umständlich mit der Maus machen, also indem wir hier auf Ablage und dann Kopieren gehen und dann auf Einfügen anschließend und solche Geschichten. Das machen wir aber nicht, oder über Bearbeiten geht das, glaube ich. Wir können das einfacher machen, auch hier wieder Tastaturkürzel, wie gesagt, Steuerung C bzw. auf dem Mac Command C, kopiert etwas, das mache ich jetzt einmal, und mit Steuerung V bzw. Command V können wir das hier wieder einfügen. Und dann haben wir jetzt hier eine Kopie unserer Vorlage. Und ich möchte jetzt als nächstes einmal etwas machen. Ich möchte nämlich ein bisschen was zum Thema Überschriften machen. Deshalb nenne ich diese Datei jetzt um und öffne sie im Editor, indem ich sie einfach hier rüberziehe. Und das möchte ich hier speichern. Ja, nicht vertrauenswürdig, macht aber nichts. So, unsere Vorlagedatei hier drüben kann ich schließen. Die brauche ich nicht mehr. Das Willkommen kann ich auch schließen. Das brauche ich auch nicht mehr. Und jetzt haben wir hier also unsere Überschriftendatei, die natürlich genau den Inhalt der Vorlagedatei enthält und die ich jetzt weiter bearbeiten kann. Da kann ich nun hergehen und kann beispielsweise den Titel in Überschriften ändern. Und jetzt möchte ich hier tatsächlich einmal Überschriften einfügen. Also den Titel habe ich jetzt geändert. Und jetzt möchte ich hier einmal einen Titel einfügen und das mache ich, eine Überschrift einfügen. Und das mache ich mit einem H1. Ein H ist ein Heading, eine Überschrift. Wird abgekürzt, ähnlich wie beim Paragraph mit P abkürzen, kürzen wir Heading mit H ab. Das macht man deshalb, wenn man sonst so viel Tipparbeit hat und wenn man immer viele Überschriften und viele Absätze hat, ist das also deshalb so abgekürzt worden. Und die 1 besagt, dass es sich hier um eine Überschrift erster Kategorie handelt, also eine oberste Überschrift gewissermaßen. Jetzt kann ich hier einen Text hineinschreiben, zum Beispiel kann ich einfach mal sagen, dies ist eine Überschrift erster Ordnung. Wir machen das übliche Spielchen, wir speichern die hier und wir ziehen diese Datei in unseren Browser hinein. Die Vorlagedatei kann ich hier auch wieder schließen. Und dann sehen wir hier den Text stehen, oben Überschriften als Titel, das was wir hier stehen haben als Titel. Und eine Überschrift erster Ordnung, das ist genau diese Zeile, die wir da dann sehen. Somit haben wir also unsere erste Überschrift hier eingefügt. Wenn es Überschriften erster Ordnung gibt, kann man sich schon fast denken, dass es vielleicht auch so etwas wie Überschriften zweiter Ordnung gibt. Das machen wir jetzt einfach mal. Und dann nennen wir das hier natürlich entsprechend um, eine Überschrift zweiter Ordnung. Wir speichern das wieder. Wir laden das hier drüben wieder neu. Und wir sehen jetzt, dass die Überschrift hier etwas anders aussieht. Sie sieht kleiner aus. Das ist das Standardaussehen, was unser Browser vorsieht. Ich habe schon gesagt, wir kümmern uns nicht um Aussehen. Wir übernehmen im Moment das Standardaussehen, was der Browser verwendet. Das ist jetzt ein Stück kleiner, wie wir sehen. Die Überschriften sind immer fett. Das ist sozusagen das, was voreingestellt unsere Browser machen. Wir können das später ändern, aber das lernen wir erst in der nächsten Woche. In dieser Woche kümmern wir uns darum noch nicht. Gut, wenn wir eine Überschrift zweiter Ordnung haben, dann können wir natürlich auch weitere Überschriften einfügen, nämlich zum Beispiel eine Überschrift dritter Ordnung gibt es auch noch. Das können wir ja auch noch mal ausprobieren.
Wir speichern, wir laden hier drüben neu. Jetzt sehen wir eine Überschrift dritter Ordnung. Und tatsächlich gibt es noch weitere Überschriften, weitere Ordnungen. Das mache ich jetzt mal ein ganz kleines bisschen schneller, damit man mir nicht die ganze Zeit hier beim Tippen zugucken muss. Es gibt nämlich noch Überschriften vierter, fünfter und sechster Ordnung und das reicht dann aber auch. Das Ganze kann man jetzt natürlich noch kombinieren wiederum mit Absätzen. Das heißt, wir können hier wiederum einen Absatz hineinschreiben. Dies ist ein Absatz. Und auch der würde jetzt natürlich hier entsprechend stehen. Und wenn wir das entsprechend an andere Stelle einfügen, würde das natürlich an anderen Stellen hier genauso auftauchen. Auf diese Art und Weise können wir also jetzt hier unser Dokument gestalten. Ihr seht, ich habe hier immer Leerzeilen verwendet. Auch da muss man sich immer ein bisschen überlegen, wo führt man Leerzeilen ein, wo nicht. Das ist vollkommen egal. Ihr seht die Leerzeilen hier in unserem sogenannten Quelltext, den wir hier haben. Die spiegeln sich hier drüben so nicht wieder in der Art. Also ich kann hier vorne zum Beispiel auch diese Leerzeile wegnehmen. Speichere das nochmal und lade das hier drüben neu und ihr seht, dass sich hier nichts geändert hat. Das ist also vollkommen egal an dieser Stelle, dass hier Leerzeilen sind. Deshalb sollte man die immer so wählen, dass dieses Dokument hier für einen übersichtlich bleibt. Genauso wie mit den Einrückungen verwenden wir also die Leerzeilen dafür, dass wir das für uns sauber strukturieren, dass wir hier nicht den Überblick verlieren. Jetzt können wir diese Datei noch einmal analysieren. Was sehen wir jetzt hier? Wir sehen, dass fast alle Elemente, die wir hier haben, immer geklammert sind. Wir hatten hier diese HTML-Klammer außenrum, wir haben hier diese Head-Klammer, wir haben hier diese Body-Klammer. Innerhalb des Body beispielsweise haben wir die H1-Klammer, in der etwas steht, und die P-Klammer, in der etwas steht. Wir haben immer ein öffnendes Tag hier am Anfang stehen und ein schließendes Tag, was am Ende dazugehört. Das schließende Tag heißt genauso wie das öffnende Tag, hat aber immer einen Schrägstrich davor. Die Tags selber stehen immer in spitzen Klammern formuliert. Zwischen dem öffnenden und dem schließenden Tag steht dann der eigentliche Inhalt. Das heißt also, das, was auf das öffnende Tag folgt und vor dem schließenden Tag steht, das ist das, was Bestandteil der Überschrift ist oder in diesem Fall Bestandteil des Absatzes oder was auch immer. Oder hier oben eben auch des Titels beispielsweise. Jetzt gucken wir uns die Elemente noch einmal im Einzelnen an. Im Kopf sehen wir hier unter anderem noch das Meta-Element. Das ist ein bisschen anders. Da seht ihr, da gehört kein schließendes Tag dazu. Das ist eine Ausnahme. Da müssen wir noch mal später drüber reden. Das gucken wir uns noch mal an, was es damit genau auf sich hat. Für den Augenblick nehmen wir das einfach mal so hin. Wichtig ist, dass man solche Sachen hier nicht auswendig lernt, sondern wir haben dafür immer diese Vorlagedatei zur Hand und die können wir kopieren. Da müssen wir uns nicht immer überlegen, wie sah das nochmal genau aus, Metacaset gleich UTF-8, müssen wir gar nicht drüber nachdenken. Wir kopieren immer unsere Vorlagedatei, dann haben wir das immer zur Hand. Ansonsten gibt der Editor, wie wir gesehen haben, uns auch großzügig Hilfen an verschiedenen Stellen. Ebenfalls im Kopf sehen wir hier oben, dass wir hier den Titel haben. Das ist, wie gesagt, das, was hier oben in der Fensterüberschrift sozusagen, also in dem Fenstertitel hier oben angezeigt wird und nicht im Dokument selber. Das Wort Überschriften taucht auf der Seite selber so überhaupt nicht auf. Im Body selber dann der Inhalt, also das, was auf der Webseite steht. Zunächst eine Überschrift erster Ordnung mit einem öffnenden Tag, dann dem Inhalt und dann dem schließenden Tag da hinten dran. Dann folgt ein Absatz, ein Paragraph, wieder dieselbe Struktur, öffnendes Tag, Inhalt, schließendes Tag und wie das dargestellt wird, sehen wir hier drüben. Innerhalb eines solchen Absatzes kann es tatsächlich auch ein bisschen komplizierter aussehen. Ich nehme diesen Absatz hier jetzt einmal raus, lösche den und füge einen neuen ein. Auch hier muss ich jetzt wieder sagen, dass ich das gerne mit dem Zeilenumbruch sehen möchte. So, das sieht besser aus. Und dann sehen wir hier, das gefällt mir von der Einrückung her nicht, so machen wir das, dann sehen wir hier jetzt einen einigermaßen komplizierten Absatz auf einmal. Der beginnt hier wieder mit einem öffnenden P-Tag, endet hier unten mit einem schließenden P-Tag. Wir sehen hier auch, dass die zusammengehören, das ist auch immer ganz praktisch in diesem Editor. Wir sehen aber, dass innerhalb dieses P-Tags jetzt noch weitere Elemente auftauchen. Wieder in spitzen Klammern, alles was in spitzen Klammern sind, das sind HTML-Elemente. Hier sehen wir ein EM-Element, das also hier mit dem öffnenden Tag beginnt, dann den Inhalt leise Schritte enthält und dann geschlossen wird. Und hier sehen wir ein Strong-Element, das hier drinnen ist. Und hier sehen wir noch ein BR-Element. Das BR-Element gucken wir gleich auch nochmal genauer an. Das Strong-Element hat auch wieder die klassische Struktur, öffnendes und schließendes Tag und einen Inhalt dazu. Auch diese Datei speichere ich jetzt mal wieder. Jetzt gucken wir uns nämlich an, wie das hier drüben aussieht. Und dann sehen wir, dass das mit dem EM hier offensichtlich kursiv dargestellt wird und dass das, was als Strong gekennzeichnet ist, hier in Fett dargestellt wird. Wieder, das ist die Standarddarstellung, die unser Browser verwendet. Wir können das später ändern.
Ich hatte schon gesagt, dass zwei Elemente, die wir hier jetzt gesehen haben, aus diesem Schema herausfallen mit der Struktur. Das ist einmal das Meta-Tag hier oben und das ist zum anderen das BR-Tag hier unten. Das BR hat, wie einige andere HTML-Elemente auch, einige wenige andere Elemente, muss ich sagen, kein schließendes Tag dazu. Was das macht, das ist ein Zeilenumbruch. Den braucht man eigentlich extrem selten. Er ist hier oben auch zu sehen. Hier wird die Zeile umgebrochen, obwohl hier noch was hinpassen würde. Das Fenster hat ja noch eine gewisse Breite hier. Da würde noch Text passen. Trotzdem wird das nicht gemacht. Ich nehme das BR hier einmal raus. Dann sehen wir, was da drüben passieren würde, wenn das BR nicht da steht. Und wir sehen, dass der Text dann einfach weiterläuft. Ich füge es wieder zurück ein. Dann haben wir wieder den Zustand, den ich eigentlich hier haben wollte. In der normalen Darstellung, wie der Browser das vornimmt, also diese Standarddarstellung, ist das anders als ein Absatz. Das sehen wir, wenn wir hier jetzt noch einen zweiten Absatz einfügen. Wenn ich hier noch einmal so einen Absatz einfüge wie dies ist ein Absatz, dann sehen wir, dass der tatsächlich eben mit einem Stück Abstand hier gesetzt wird, im Gegensatz zu dem BR, was keinen Abstand hier macht. Das muss man also ein bisschen im Kopf behalten. Das ist allerdings, wie gesagt, etwas, was die Standarddarstellung ist, was wir später ändern können. Und wir sehen schon, hier kommen wir so ein bisschen schon in Layout-Fragen hinein. Wir sollten solche Dinge hier, solche BR-Tags, sollten wir nicht missbrauchen, um damit Layout zu betreiben. Das Layout machen wir, wie gesagt, in der nächsten Woche. Das BR steht also, wie gesagt, alleine und hat keinen Inhalt. Wir werden noch weitere solche inhaltslosen Elemente kennenlernen. Ein weiteres davon, hatte ich eben schon angesprochen, sehen wir hier oben im Kopf. Das ist das Meta-Tag. Da würden wir normalerweise auch wieder ein schließendes Tag erwarten. Und das hier könnte der Inhalt davon sein. So ist es aber nicht. Sondern hier sehen wir eine weitere Besonderheit. HTML-Elemente können nämlich auch ein Attribut enthalten. Ich hatte das hier oben schon angesprochen. Das ist ein sogenanntes Attribut. Ein Attribut bezieht sich immer auf das Element, an dem es steht. Das Meta-Element trägt hier also ein Attribut mit dem Namen Charset für den Zeichensatz und dem Wert UTF-8. Attribute haben in HTML immer diese Form. Zunächst kommt der Name des Attributs, dann ein Gleichheitszeichen, dann der Wert in Anführungszeichen. Da ist es wichtig, dass man immer die doppelten geraden Anführungszeichen, die so typischerweise über der 2 auf deutschen Tastaturen sind, verwendet und nicht irgendwelche typografischen Anführungszeichen oder sowas. Da kann man ganz leicht in Fallen hineinlaufen. Also ganz wichtig, immer die doppelten geraden Anführungszeichen verwenden. Wir können das auch nochmal vergleichen mit dem hier oben. An dem HTML-Element haben wir ebenfalls schon ein solches Attribut gesehen. Das legte, hatte ich ja vorhin schon gesagt, fest, dass es sich um ein Dokument in deutscher Sprache handelt. Damit haben wir jetzt den Aufbau eines HTML-Dokuments in seinen Grundzügen kennengelernt. Nun wollen wir Strukturelemente kennenlernen, die im Webbrowser unsichtbar sind, nur im Quelltext sichtbar sind und da das Dokument untergliedern und die Funktion der einzelnen Bestandteile der Webseite im Quelltext deutlich machen. Guckt euch dazu auch nochmal den Nachbau der Tagesschau-Webseite zu Beginn des Videos bzw. im letzten Video an. Da sieht man das nochmal ganz gut. Ich möchte dazu einmal zunächst die Datei mit den Überschriften hier schließen und wir fertigen jetzt eine neue Kopie unserer Vorlagedatei an, Steuerung C bzw. Command C und Steuerung V bzw. Command V. Und die möchte ich jetzt einmal Beispieldokument nennen. Dann öffne ich die wiederum hier in meinem Editor. Das kennen wir jetzt mittlerweile schon. Jetzt wollen wir zunächst einmal den Titel ändern. Auch den nenne ich Beispieldokument. Und dann möchte ich als nächstes eine Überschrift einfügen. Eine Überschrift. Wir gehen also jetzt in den Body hinein, fügen hier eine Überschrift ein. Und die soll einfach heißen HTML. Jetzt möchte ich als nächstes einen Absatz einfügen und anschließend eine Überschrift zweiter Ordnung mit zwei weiteren Textabsätzen, nämlich diesem und diesem. Auch hier wieder muss ich auf den Zeilenumbruch achten, damit man das hier vernünftiger sieht. Jetzt können wir das wiederum speichern und hier drüben einmal im Browser laden. Dann sehen wir also hier jetzt das Beispieldokument und wir sehen das Dokument genau hier dargestellt, HTML, dann kommt der erste Absatz, dann kommt die Überschrift zweiter Kategorie, dann kommt der erste Absatz und dann kommt der zweite Absatz. Dieses Dokument wollen wir jetzt mit Struktur versehen. Wir wollen dafür sorgen, dass wir also jetzt zunächst einmal sagen, dass es sich bei dem ganzen Element, was wir hier, bei dem ganzen Text, den wir hier haben, um einen Artikel handelt. Jetzt haben wir ja auch schon das schließende Tag dazu, das wollen wir aber gar nicht dastehen haben, sondern das soll unser gesamter Text hier sein, den wir hier gerade verfasst haben. Das ist jetzt von der Einrückung her wieder nicht schön, jetzt bessere ich das nach und dann können wir das hier drüben wieder neu laden und wir sehen, es ändert sich nur ein ganz kleines bisschen was, eigentlich fast gar nichts, was sich da gerade geändert hat. Jetzt wollen wir noch ein bisschen mehr Struktur vorsehen.
Und zwar wollen wir jetzt hergehen und wollen die Überschrift zweite Ordnung zusammen mit diesem einen Absatz, den ich hier habe, also diesen Teil, das soll jetzt ein weiteres Element innerhalb meines Dokuments werden. Und zwar möchte ich das als eine sogenannte Section gerne haben. Ein Abschnitt also innerhalb eines Artikels. Und den Text, den wir hier gerade haben, den nehmen wir jetzt hier weg und fügen ihn in diese Section ein. Speichern das wieder, laden das hier drüben wieder neu und sehen, es ändert sich wieder nichts. Was wir aber sehen, ist, dass wir hier jetzt mehr Struktur drin haben. Wie gesagt, bei so einem kleinen Dokument macht das noch nicht viel aus. Wenn ihr euch mal den Tagesschau-Nachbau anseht, werdet ihr aber sehen, dass das schon ein bisschen was an Übersicht, für ein bisschen was an Übersicht sorgt und man damit dieses Dokument viel besser verstehen kann. Ein ausführliches Beispiel für diese Strukturen werden wir noch in einem weiteren Video sehen. Damit beschäftigen wir uns jetzt erstmal nicht weiter. Damit möchte ich jetzt einmal kurz rekapitulieren, was wir bislang gesehen haben. Wir haben gesehen, dass es eine ganze Reihe von Grundregeln für HTML-Dateien gibt. HTML-Dateien bestehen immer aus HTML-Elementen. Diese HTML-Elemente werden durch sogenannte Tags markiert und diese Tags sind immer diese Elemente, die in spitzen Klammern stehen. HTML-Elemente besitzen meistens, nicht immer, aber meistens einen Inhalt. Wir denken zum Beispiel zurück an das Head-Element, das etliche andere Elemente enthält, oder an das Body-Element, das auch etliche andere Elemente enthält. Aber zum Beispiel auch an das H1-Element, in dem nur ein Text steht. Alles, was zwischen dem öffnenden und dem schließenden Tag steht, das schließende Tag ist immer das mit dem Schrägstrich davor, ist der Inhalt des Tags. Im Fall des Body-Tags enthält dieses selber erst einmal gar keinen Text, sondern vielmehr ganz viele andere Elemente. Diese enthalten dann vielleicht Text oder auch wiederum weitere Elemente. Wir werden auch noch sehen, dass einige wenige HTML-Elemente keinen Inhalt besitzen. Bislang haben wir nur das Meta-Tag und das BR-Tag kennengelernt, bei denen das so ist. Wir werden später noch ein weiteres kennenlernen, das ebenfalls keinen Inhalt besitzt. HTML-Elemente können mit Attributen versehen werden. Wir haben das bislang schon an dem Meta-Tag und dem HTML-Tag gesehen, letzteres mit dem Sprachattribut. Auch da werden wir noch weitere Beispiele sehen, wo Attribute für Tags sehr wichtig sind. Tatsächlich haben wir schon ein weiteres Beispiel gesehen, nämlich das A-Attribut für den Anker, aber das gucken wir uns gleich noch ausführlicher an. Diese Attribute werden immer an das öffnende Tag geschrieben, sie stehen nie an dem schließenden Tag. Schaut das Video daraufhin noch einmal genau an. Es kann ein einzelnes Attribut an ein Tag vergeben werden, es können aber auch mehrere Attribute sein. Wir hatten hier bislang immer nur ein Attribut. Solche Attribute sehen dann immer so aus, dass zunächst der Attributname angegeben wird, dann folgt ein Gleichheitszeichen, es folgt ein Anführungszeichen, dann der Attributwert und schließlich ein weiteres Anführungszeichen. Wichtig ist bei diesen Anführungszeichen, dass hier immer die geraden Anführungszeichen verwendet werden, die man auf den meisten deutschen Tastaturen auf der Taste mit der 2 oberhalb von dieser findet. Es dürfen auf keinen Fall typografische Anführungszeichen verwendet werden, also solche, bei denen sich öffnende und schließende unterscheiden und die einen unten und die anderen oben stehen oder so etwas. Ich empfehle dringend, hier immer die genannten doppelten Anführungszeichen zu verwenden. Auch einfache Anführungszeichen sind erlaubt, aber das wird später zur Verwirrung führen, wenn wir JavaScript benutzen. Daher mein Rat, immer die doppelten Anführungszeichen. Das schließende Tag heißt immer genauso wie das öffnende Tag. Wenn wir also ein H1-Element haben, verwenden wir in beiden Tags H1, aber vor dem schließenden Tag steht der Schrägstrich. Dieser kennzeichnet, hier ist das Element von eben zu Ende. Die meisten HTML-Elemente können ineinander geschachtelt werden. Es gibt gewisse Regeln, was wo erlaubt ist und was nicht. Das werden wir im Einzelfall noch sehen, da schauen wir uns das immer im Einzelfall an, weil man dafür keine ganz allgemeinen Regeln aufstellen kann. Wir hatten dann noch Strukturelemente kennengelernt, mit denen man Abschnitte markieren kann. Wir hatten gerade Section und Article gesehen, die zwei solcher Strukturierungsmittel sind, die man mehr oder weniger nach Belieben verwenden kann. Es gibt noch zwei weitere. Das eine ist ein Aside, das ist so etwas wie eine Nebenbemerkung. So etwas kann man beispielsweise für eine Fußnote nutzen oder auch für eine Infobox mit zusätzlichen Informationen zu dem eigentlichen Inhalt der Webseite. Es gibt keine feste Semantik dafür, was sich hinter einem Aside verbirgt. Und so bleibt es uns überlassen, wie wir das vernünftig verwenden. Wir sollten alle diese Strukturelemente immer für uns selber so verwenden, dass es für uns irgendeinen Sinn ergibt. Richtig und falsch für die Art der Verwendung gibt es hier nicht. Außerdem gibt es noch einen Nav-Abschnitt. Dieser ist für eine Navigation gedacht. Wenn man oben auf einer Webseite eine Menüzeile oder eine Toolbar hat, über die man auf andere Bereiche der Webseite verweisen möchte, würde man dies typischerweise in ein solches Nav-Element setzen. Schaut beispielsweise einmal in den oberen Teil der Uni-Homepage, wo ihr gleich erkennt, wo man das sinnvollerweise nutzen könnte. Wir werden uns das zu einem späteren Zeitpunkt auch noch einmal genauer anschauen. Jeder dieser Abschnitte kann weitere Strukturelemente enthalten. Neben denen, die wir schon kennengelernt haben, gibt es noch den Header und den Footer. In einen Header würde man immer das packen, was nicht zum eigentlichen Inhalt gehört, sondern davor stehen soll. In einen Footer hingegen das, was unter den Inhalt kommt. Das könnte zum Beispiel so etwas wie ein Impressum sein.
Das könnten wir ganz einfach machen, indem wir hier beispielsweise unten unter unseren Artikel, den wir hier haben, und jetzt ein solches Element einfügen, beispielsweise ein Footer mit dem Text erstellt von Harald. Wir speichern das und sehen uns das hier im Browser drüben an. Und dann sehen wir, dass der Text da jetzt unten drunter steht. Man kann das hier gar nicht davon unterscheiden, ob das ein ganz normaler Absatz ist oder nicht. Später werden wir mal dafür sorgen, dass man das auch vernünftig anzeigen kann. Aber darum kümmern wir uns dann, wie gesagt, erst später. Damit sind wir dann auch schon mit den elementaren Grundlagen von HTML fertig. Ganz vieles haben wir noch nicht kennengelernt, ein bisschen was kommt noch, nämlich als allernächstes zum Beispiel, wie wir mit so etwas wie Links umgehen, also Verweisen auf andere Webseiten, wie man Bilder verwenden kann und noch ein paar Dinge mehr. Alles das wird es dann im nächsten Video geben, das ihr auch schon hier finden könnt. Das war es für diesen Augenblick, also mit den Grundlagen von HTML. Tschüss, bis zum nächsten Video.